Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, mit deutlich über 200.000 Asylbewerbern letztes Jahr neben einer Million Ukrainer sind die schon überlasteten Aufnahmekapazitäten endgültig überfordert. Aber trotz dramatischer Hilferufe von Ländern und Kommunen unternimmt die Bundesregierung nichts, kein Stopp des immer weiteren Zulaufs illegaler Migranten, kein effektiver Grenzschutz, stattdessen neue Anreize, verschenkte Bleiberechte für Unberechtigte, sogenannte Chancen. Aber die Hunderttausender-Heere gesetzwidriger Eindringlinge selbst, sie bleiben unangetastet. Von über 300.000 abgelehnten Asylbewerbern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, bleiben letztes Jahr 96% einfach in Deutschland sitzen und kassieren den Steuerzahler weiter ab. Rückführungsquote nur 4%. Die Schweiz hat 54%, EU-Durchschnitt immer noch 23%. Auch diese inzwischen weltweit bekannte Rechtsbruchsmentalität Deutschlands in seiner Zuwanderungspolitik, das Unberechtigte bleiben können, auch das ist ein Pull-Faktor erster Güte. Dass Deutschland seit 2015 dauerhaft für Rechtsbruch steht, das wird die historische Rolle der Unionskanzlerin und ihrer Helfer bleiben. Nicht zu reden von den unzähligen Gewaltverbrechen, all den Morden, weil die Regierung ihre Rechtspflicht verletzte bei Abschiebungen. Es ist nicht mehr hinnehmbar. Die Regierung bleibt untätig, wo Herkunftsländer ihre Bürger nicht wieder aufnehmen wollen. Die AfD fordert hier endlich die verstärkte Nutzung des Visahebels, den Einsatz aller Maßnahmen der Handelspolitik, der Entwicklungszusammenarbeit, des Technologietransfers, um diese Staaten zu ihrer Pflicht zu zwingen. Und da zahllose Migranten zur Erschleichung von Sozialleistungen ihre Personaldokumente wegwerfen, ist die Akzeptanz von Laissez-Passer-Papieren auf Seiten der Herkunftsstaaten zu erzwingen. Wo diese verstockt bleiben, ist in aufnahmebereite Drittländer abzuschieben, nach dem Vorbild der Vereinbarung zwischen Großbritannien und Ruanda. Und selbstverständlich ist auch nach Irak und in das weitgehend befriedete Syrien abzuschieben. Hier muss die aktive Behinderung durch die Bundesregierung ein Ende haben, meine Damen und Herren. Und wir wollen auch Schluss machen mit der Verweigerung der EU-Mitgliedstaaten. Bei 69.000 Übernahmeersuchen nur 4.000 Überstellungen. Bei 10.000 Ersuchen an Griechenland genau eine Überstellung. Italien verweigert sich gänzlich. Das kann doch nicht sein, meine Damen und Herren. Diese EU lebt allein von deutschen Geldgeschenken, sprich der Veruntreuung von deutschem Steuergeld für die nationalfeindlichen Umtriebe in Brüssel. Also ist das Recht, ohne Abtriebe umzusetzen, ohne Abstriche. Und das Drehtürphänomen, wo Rücküberstellte gleich erneut nach Deutschland als Asylbewerber einreisen. Diese Verhöhnung des Rechts ist zu beenden durch konzertierten Grenzschutz, unmittelbare Rücküberstellung sowie nicht mehr Behandlung entsprechender Anträge. Auch die Zahl der Abschiebehaftplätze ist auszubauen. Auf allen Ebenen wollen wir, dass es wirklich vorangeht. Und übrigens, wer effektiv abschieben will, muss natürlich auch erstmal die Grenzen gegen immer weitere illegale Zuwanderung dicht machen. Aber was hat eine CDU-Regierung gemacht? Den globalen Migrationspakt unterzeichnet, Millionen an Flüchtlingsräte gezahlt, die Abschiebetermine an Betroffene weitergeben, die dann untertauchen. Wie lächerlich ist es da, dass die CDU jetzt einen Abschiebeantrag stellt gegen ihre eigene vormalige Politik, wo sie als Regierung eine bessere Migrationspolitik, alle AfD-Anträge ablehnte, wo sie Dublin III de facto abschaffte, alle Menschen ins Land ließ, obwohl sie aus einem sicheren Drittland einreisten. Die meisten Ausreisepflichtigen kamen unter einer CDU-Regierung ins Land und mussten es unter einer CDU-Regierung nicht verlassen. Wenn man das sieht, meine Damen und Herren, wie die Union erst 16 Jahre lang illegale Migration befeuert, dann in der Opposition die von ihr abgelehnten AfD-Anträge abschreibt, allein in der Hoffnung, anschließend wieder mit SPD oder Grünen zusammenzugehen, dann ist das an Zynismus nicht mehr zu überbieten, nur noch zu verbuchen unter Chronik einer angekündigten Wählertäuschung. Nein, meine Damen und Herren, es ist Zeit für eine andere Politik, Zeit für eine Alternative für Deutschland.